Der Schatz Rackhams des Roten. Tim hat ein Schiffsmodell gekauft. Im Mast findet er ein Pergament, den Lageplan eines Piratenschatzes. Tim erfährt, dass ein Vorfahre von Kapitän Haddock, der Ritter von Adok, durch einen Piraten Rackham den Roten angegriffen worden ist. Dieser Pirat hatte einen riesigen Schatz zusammengeraubt. Bei der Schlacht explodierte das Schiff Rackhams des Roten und der Schatz versank in den Fluten. Dunkle Subjekte versuchen, die Karte von Tim in ihren Besitz zu bringen. Sie entkommen und machen sich auf die Suche nach dem Schatz, aber Tim verfolgt sie. Es ist ein Kampf ohne Pardon. Tim entziffert die Karte, die ihm die Lage der Likorn verrät, und endlich kann er sich auf die Suche nach dem Schatz Rackhams des Roten machen. Die Depesche, Sonderausgabe, die Depesche. Tim und Kapitän Haddock entdecken eine Karte vom Schatz Rackhams des Roten. Und wir haben allen Grund anzunehmen, dass der Schatz des berühmten Piraten Rackhams des Roten entdeckt wurde. Kapitän, wie kann man von unserer Karte erfahren haben? Wahrscheinlich konnten die Schulzes, diese alten Freibeute, wieder einmal ihren Mund nicht halten. Auf jeden Fall ist unser Geheimnis entdeckt. Was gibt es? Kapitän Haddock? Ja, das bin ich. Noch eine Aufnahme, Kapitän. Lächeln? Lächeln? Was? Sie Zeitungsschmierer, Sie miese Journalrate, Untermensch, Höllen! Hey, was für ein Schlagkraft. Ich glaube, das wird Sie Morris lehren. Wenn Sie ein Foto machen wollen, ich warne Sie, er will nicht lächeln. Ich hoffe, dass niemand den Schatz Rackhams des Roten reklamieren wird. Entschuldigung, ich bin der sehr ehrenwerte Nachkomme des sehr ehrenwerten Rackhams des Roten. Sehen Sie, hallo, meine Karte, sehen Sie? 100.000 Höllenhunde! Tutsi Kato Rackham! Oh, scheren Sie sich weg! Was sagen Sie davon, Tim? Tutsi Kato Rackham! Was ist da los? Ich muss unbedingt auf meinen Song hören. Was ist meine Uhr? Ich kann Sie doch nicht so unverarm. Ich bin Häuptling Roter Rackham. Rackham Junior. Ich sei niemand Rackham. Oh nein, die ganze Welt will einen Teil des Schatzes. Also, Sie sind alle Nachkommen Rackhams des Roten, nicht wahr? Oh, das sind wir. Ja, natürlich. Ich bin Tutsi Kato Rackham. Ich bin's. Gut, und ich? Ich bin Kapitän Haddock, Nachkomme des Ritters Franz von Haddock, der Rackham den Roten im Zweikampf tötete. Und mit euch mache ich es genauso, ihr verdammte Piratenbande! Was habe ich Ihnen gesagt? Nicht freundlich, ja? Meine Treue, das ist eine Revolution, ne? Genau, eine Revolution. Und wir kommen zur rechten Zeit. Und komm bloß nicht wieder! So, das hätten wir. Oh. Noch mehr. Lassen Sie mich nur machen, Tim. Was ich? Oh. Wir sind von einer Bande von Rohlingen angegriffen worden. Folgen Sie mir, ich muss eine Zange in der Küche haben. Und jetzt? Ärger, nichts als Ärger. Ach, wie gern würde ich zur Abwechslung nur ein einziges lächelndes Gesicht sehen. Oh! Tim, mein lieber Freund. Professor Bienlein, aber was ist denn das? Das, Tim, das, das ist, mein Stahlhai ist das. Ihr was? Mein Unterseehai. Ach, Professor, es tut gut, Ihr freundliches Gesicht wiederzusehen. Aber nehmen Sie diese komische Sardine hier weg. Was?
Hey, ich bitte Sie, meine Freunde, lassen Sie mich Ihnen erklären. Das ist nur ein Modell. Dann lassen Sie mich bitte warten, bis das Modell fertig ist. Lachen Sie nicht, meine Herren. Wenn Sie den Schatz Rackhams des Roten suchen, werden Sie auf dem Meeresboden Haie antreffen, die innerhalb einer Minute einen Menschen verschlingen können. Oh, großer Gott, dieses Tier kann einen Menschen in einer Sekunde verschlingen. Was, in einer Minute, Idiot, einer Minute! Oh, das ist besser. Sie wollten uns sicher nur Angst machen. Aber was hat das mit dem Schatz Rackhams des Roten zu tun? Dies, meine Freunde, ist das Modell meines haifischsicheren Unterseebootes. Ihr Spielzeug ist gerade richtig für einen Zwerg, aber... Sehen Sie, dieses verkleinerte Modell demonstriert, wie mein richtiges Unterseeboot funktioniert. Passen Sie auf, ich drücke auf diesen kleinen Knopf. Ja, hier. Achtung! Runter, Tim! Er ist durch die Mauer gegangen. Ich werde Sie lehren, so gefährliche Fische in meine Wohnung zu schicken. Und behalten Sie diesen auch? Wie mit Ihren teuflischen Erfindungen! Nehmen Sie diese verdammte Sardine hier weg! Aber meine Freunde, wenn Sie den Schatz Rackhams des Roten finden wollen, dann wird meine Erfindung unentbehrlich sein. Er hat vielleicht recht. Professor, wir wollen Ihren Unterseehai mal genauer besehen. Meine Freunde, beachten Sie das elektronische Türsystem. Sie öffnet sich, wenn man sich ihr nähert. Außerordentlich. Oh. Hierher, meine Herren, bewundern Sie hier in diesem Raum das Paradies des perfekten Bastlers. Man glaubt, man wäre auf der Erfindermesse. Das ist ja eine richtige Ausstellung. Was ist das für ein Apparat, Professor? Das ist eine Maschine zum Bürsten von Kleidern. Zum Bürsten von Kleidern? Meine könnten gerade ein bisschen Bürsten vertragen. Da sehen Sie, Tim. Oh! Aber das ist der Kapitän. Oh, Tim! Wo ist der Kapitän? Der Kapitän? Er ist da drin. Wo drin? In diesem Ding da. Hilfe! Haltet diese Höllenmaschine an! Und mich heraus! Hagel und Granaten! Oh, ich vergaß es Ihnen zu erklären. Sie dürfen niemals die Kleider anbehalten, während die Maschine sie bürstet. Geht's besser, Kapitän? Ich weiß es noch nicht. Ich sag's Ihnen, wenn ich aus dem Hospital zurück bin. Oh. Meine Freunde, hier ist mein patentierter Unterseehai. Dieses Ding könnte eine wertvolle Hilfe bei unserer Schatzsuche sein. Ich habe genug von diesem Teufelszeug. Wir sollten uns ranhalten, bevor jemand uns den Schatz vor der Nase wegschnappt, nicht wahr? Professor, Ihr einsitziges Unterseeboot könnte uns sehr nützlich sein. Es könnte dazu dienen, die Haie zu verscheuchen. Dass ich lache und Sie glauben, dass das genügt, um Ihnen Angst zu machen. Ha! Also, es ist ganz einfach, den Motor anzulassen, Tim. Man muss nur auf diesen kleinen Knopf drücken, da. Hans-Wurst, Hampelmann, Schloss ins Bratenhimmel und einzelner Affenmensch. Kapitän, sehen Sie. Da belauert uns jemand durchs Fenster. Jemand versucht, den Plan vom Schatz zu stehlen. Aber wer? Tim macht sich also auf den Weg zur Schatzsuche, was? Wir kommen zur rechten Zeit. Das dauert nicht mehr lange. Generalalarm, Generalalarm, alle Wächter auf ihre Posten. Ein gefährlicher Gefangener ist soeben entflohen. Ich wiederhole, Generalalarm. Das ist Maximus Vogelfaul, ein ganz gefährliches Individuum. Er ist da mit dem Auto. Da, ein Wagen. Es ist Maximus Vogelfaul. Gut gemacht, Gunnar. Jetzt noch die Wachen vom Hals geschafft, hä? Die Polizei nimmt an, dass sich der kürzlich entflohene Maximus Vogelfaul auf dem Weg zur Grenze befindet. Aber Maximus Vogelfaul hatte ein ganz bestimmtes Ziel, als er entfloh. Genau. Den Schatz Rackhams des Roten zu finden.
Achtung, das könnte ja gut sein. Bleiben Sie, wo Sie sind, Tim. Es könnte zum Blutvergießen kommen. 100.000 Helden im Blunder! Guten Tag, die Herren. Wir gegrüßt. Wir könnten Ihnen das Hilfe leisten. Das sind Schulze und Schulze. Aber was ist denn? Entschuldigung, ich hatte nicht realisiert, dass Sie mich unter diesem Helm hielten. Das genügt. Sie glauben wohl, Sie sind Marsmenschen. Was soll denn das? Oh, Entschuldigung, ich hatte nicht realisiert, dass Sie mich unter diesem Helm nicht hören können. Aber jetzt verstehen Sie mich gut, ja? Was soll denn das bedeuten? Oh, wir haben den Auftrag, uns um die Affäre Maximus Faul zu kümmern, den Entflohenen. Wir werden Sie begleiten. Das habe ich schon befürchtet. Sie begleiten uns. Pech muss der Mensch ja haben. So, Struppi. Endlich sind wir auf der Suche nach dem berühmten Schatz Rackhams des Roten. Einige Meilen entfernt fährt ein geheimnisvolles Boot. Meine Freunde, jetzt zeige ich Ihnen eine meiner besten Erfindungen. Mein extra ultra super Verstärker, der den Flügelschlag einer Fliege so verstärken kann, dass man glaubt, den Donnerrollen zu hören. Passen Sie gut auf. Ich drücke auf diesen kleinen Knopf hier. So, und... In die Rettungsboote! Wir sind auf ein Riff gelaufen! Meine Ohren, ich höre nichts mehr. Das ist seltsam. Mein Extra-Ultra-Verstärker muss einen Kurzschluss haben. Das ist wirklich zu laut. Ja, ja. Ich werfe Sie den Hals zum Fraß vor, wenn Sie jemals wieder diese verdammte Pfeife anstellen. Ob ich pfeifen kann? Sicher kann ich pfeifen. Wieso denn? Der Professor ist taub geworden. Ich hoffe, dass das nicht so bleibt. Ach, Kapitän! Kapitän! Ja, was ist denn los? Ich gebe meine Schürze zurück. Ich kündige. Ich habe genug. Ich habe wirklich genug, ja. Was sind das denn für Manieren, mein Freund? Oh, dieser verdammte Struppi. Der Hund ist ein Dieb. Ich schwöre es Ihnen. Er hat den Puter gestohlen, den ich zum Abendessen machen wollte. Ich kann es nicht glauben, dass Struppi ein Dieb ist. Komm her, Struppi. Wo bist du, Struppi? Während der Hund eine Tracht Prügel kriegt, werde ich diesen Puter probieren. Und jetzt nehmen wir Kontakt mit Schwertfisch auf. 70 ruft Segelstange. Antwortet, 70 ruft Segelstange. Ihr Segelstange, haben Sie sich der Karte bemächtigt, hä? Noch nicht. Der Auftrag wird heute Nacht ausgeführt. In Ordnung. Dann können wir zuerst am Punkt M sein und dort unseren Freunden einen besonders herzlichen Empfang bereiten. Spaghetti. Ohne diesen verdammten Hund gäbe es Puter. Puter! Ich verstehe es nicht, Kapitän. Ich finde weder Struppi noch den Puter. Schwamm drüber, Tim. Das ist nur noch eine zusätzliche kleine Katastrophe. Was ist denn das? Das ist Sabotage! Eine Meuterei! Mein Pendel! Meine Herren, Sie haben mein Pendel wiedergefunden! Ihr Pendel, man sollte es Ihnen in den Hals stopfen! Der Hals? Ja, manchmal habe ich schon Halsschmerzen. Na, das wär's. Sie sitzen alle am Tisch, jetzt oder nie. Die Karte mit dem Schatz Rackhams des Roten muss in der Kabine des Kapitäns sein. Hallo, wer ist da? Hallo, wir sind hier. Wer ist da? Kommen Sie her. Sagen Sie mal, hat man Ihnen noch nie gesagt, dass Sie dem Vampir von Düsseldorf ähneln? Ja. Sie könnten sein Zwillingsbruder sein, wirklich. Sein Bruder? Sein Bruder? Ich weiß nie. Wenn Sie noch näher kommen können? Oh, mit Vergnügen. Mhm. Oh. Zwei Köpfe sind härter als einer. Wir trinken auf den Schatz Rackhams des Roten, meine Freunde. Ja, aber ich... Also für mich bitte Milch, ja? Alle 100.000 Höllenhunde, mein Whisky ist Punsch! Diesmal ist Struppi unschuldig. Er trinkt nie Whisky. Aber da es Struppi nicht gewesen sein kann, wer war es dann? Ich verstehe die Anspielung, Tim. Vielleicht haben wir einen blinden Passagier an Bord. Die Schulzes? Nein, die trinken nicht. Da! Die Tür! Die Tür von meiner Kabine ist offen und ich hatte sie abgeschlossen. Wir haben eine schlechte Nachricht, ja. Hagel und Granaten, da, der Plan ist gestohlen, der Plan. Ein mysteriöser Schatten sieht zu, wie die Sirius sich entfernt. 70 ruft Segelstange, Auftrag ausgeführt. Die Sirius ist auf dem Weg zum Meeresboden.
Wir können den Spion nicht mehr erwischen, Kapitän. Er muss meilenweit entfernt sein. Struppi, Struppi, warum bellst du? Tim, es scheint, als ob Struppi uns etwas sagen wollte, glaube ich. Ah, ich hab's. Er will uns sagen, dass irgendwo an Bord eine Bombe ist. Wo ist sie, Struppi? Wo ist sie, Struppi? Warten Sie! Warten Sie! Tim, haben Sie diese verdammte Bombe gefunden, mein Junge? Ich habe ein Löschgerät mitgebracht. Hier. Vorsicht, ich habe keine Zeit verloren. Schnell runter! Ach, das war haarscharf. Geht nach Hause. Heute gibt's keinen Fisch zu essen. Kommt nächsten Freitag wieder. Die Bombe ist explodiert. Aber das verdammte Boot treibt noch immer. Sie haben sie sicher gefunden, über Bord geworfen. Aber das ist mir egal, zumal ich den berühmten Plan gestohlen habe. Ich brauche nur zu warten, dass die Schwertfisch mich abholt und uns gehört der Schatz. Der Bandit hat zwar die Kopie genommen, aber wir haben immer noch das Originalpergament. Wir wissen also beide, wo sich der Schatz von Rackham dem Roten befindet. 100.000 heulende Höllenhunde, mein Junge, wir werden Maxim Vogelfaul und seine Komplizen bei diesem Wettlauf um den Schatz schlagen. Macht auf, Wahlen im Maschinenraum, ihr Tränentiere und volle Kraft aus! Die Schatzinsel kann jeden Moment auftauchen, Tim. Komischerweise ist kein Land in Sicht. Land! Da ist unsere Insel! Wir haben gewonnen! Schnell, Tim! Sehen Sie da! Aber ich sehe keine Insel. Da vorne, Richtung Steuerbord, sehen Sie. Und man sieht von hier aus eine wunderbare frische Wasserquelle wie einen Springbrunnen hervorsprudeln. Da hol mich doch der Teufel, aber sehen Sie, das ist ja gar keine Insel. Sie Logarithmenknacker, es ist ein Walfisch. Sie Süßwassermatrose, Mikrobe, Troglodyt, Vivisektor, Tapinambur. Ach, Sie essen nur zu schnell, Kapitän. Das ist schlecht für die Verdauung. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Wir müssten in Sichtweite der Insel sein. Ruhe, meine Herren, Ruhe. Wir haben unsere Position berechnet. Genau, genau. Und unsere Berechnung gibt unsere genaue Position an. Bitte, meine Herren, nehmen Sie Ihre Kopfbedeckung ab. Aber warum sollten wir unsere Kopfbedeckung abnehmen, Kapitän? Weil wir uns nach Ihrer Berechnung, meine Herren, im Innern einer Kirche befinden, dem Petersdom in Rom hier, Idioten! Aber Kapitän, wir drehen doch um, sehen Sie mal. Unsere Berechnungen waren doch richtig, Kapitän. Der Ritter von Adok hat sich nach dem Meridian von Paris gerichtet. Heute richten wir uns nach dem Meridian von Greenwich. Diesmal, mein lieber Tim, haben wir die richtige Richtung. Wir haben gewonnen! Hier! Da ist sie. Die Insel mit dem Schatz Rackhams des Roten. Bei der Asche Rackhams des Roten, das ist das Paradies der Schatzsucher. Kapitän, was ist das für ein Geräusch? Wahrscheinlich Donnerrollen, Tim. Wegen dem bisschen halten wir nicht an. Dieses Donnerrollen hört sich an wie Trommelwirbel. Mit einem seltsamen Rhythmus. Was ist das? Ich nehme diese Insel in Besitz oder verflixt doch mal! Oh! Alle 100.000 Höllenhunde, hier schießt jemand Pfeil ab! Wilde! Ja, das wird sie lehren, alle auf den Boden! Dieser Gewehrschuss wird sie eine Weile auf Abstand halten, Kapitän. Na, ihr Helden? Sie können da rauskommen, die Eingeborenen sind keine Kannibalen. Ah, komm. Versprechen Sie es uns? Ehrenwort, Sie schneiden nur die Köpfe ab. Jetzt ist nicht der Moment, den Kopf zu verlieren, meine Herren.
Wir wollen dieses verdammte Fleckchen Erde weiter erforschen, nicht? Das wollen wir doch. Oh, der Kapitän. Alle 100.000 Höllenhunde, man lässt hier doch kein Stück Holz herumliegen. Kapitän, das Stück Holz. Man sollte meinen, es sei ein Stück von einem Boot. Sehen Sie. Wie soll ich es mir denn ansehen? Ich habe doch die Augen voll mit Sand. Das sind Reste von einem Rettungsboot. Das vom Schiff von Franz von Anok stammt. Das ist unsere Insel. Zweifellos. Seien Sie vorsichtig, Freunde. Wir wollen uns nicht voneinander entfernen. Sind wir jetzt nah genug? Diese Spatzenhirne haben gar keine Ahnung, dass wir hier sind. Überrumpeln wir sie? Noch nicht. Du bist so ungeduldig, du Idiot. Wir lassen lieber die Eingeborenen diese schmutzige Arbeit für uns tun. Höllenhunde, Süßwasserpiraten! Ach was, Stimmengespenster. Hier muss mein ritterlicher Vorfahre gewesen sein. Saufaus, Saufaus, Saufaus! Saufaus! Rollschwanzaffe! Tagedieb! Ikonoklast! Rabenass! Satansbraten! Nicht schießen, Kapitän! Sehen Sie, da sind die Burschen, die uns beschimpft haben. Saufaus! Tagedieb! Rollschwanzaffe! Anthropopithecus! Anthropopithecus! Anthropopithecus, das genügt! Komm doch kämpfen von Mann zu Mann, du Untermensch! Struppi, was ist los? Was ist das? Was ist denn das? Ein Götzenbild, das meinen berühmten Vorfahren darstellt, den Ritter von Anok. Sehen Sie nur diese Ähnlichkeit an. Ja, derselbe Mund. Seien Sie vorsichtig, mein Junge. Dieser Wald ist gefährlich. Ja, wirklich. Passen Sie gut auf dieses Götzenbild auf. Haben Sie keine Angst, Kapitän. Das Götzenbild ist in sehr guten Händen. Ich bitte Sie, mein Lieber, Sie gehen in die falsche Richtung. Ja. Das sind doch die Schulzes. Die Schulzes, sie sind in Gefahr. Alle 100.000 Höllenhunde. Ich verlange die Anwesenheit unseres Rechtsanwaltes. Ja, ich würde sagen, unseres Rechtsanwaltes, ja. Nein, Rechtsanwalt. An Ihren Gästen sehe ich, was Sie sagen wollen. Ich werde diesen Wilden eine Lektion erteilen. Nein, Kapitän. Ich habe eine bessere Idee. Sehen Sie da oben. Der Tote mit Früchten und Geschenken zu Füßen. Die Wilden beten dieses Götzenbild an. Sie werden ihm die beiden Schulzes opfern. Wir wollen keine Minute verlieren. Das ist mein Plan, Kapitän. Keine Panik, lieber Freund. Wir wollen vor allen Dingen nicht den Kopf verlieren. Auf keinen Fall. Aufhören, arme Irre! Schwachsinnige Untermenschen! Rollschwanzaffen, Kannibalen! Auf die Knie, verdammte Ikonoklasten! Wie könnt ihr es wagen, mir so ein minderwertiges Opfer anzubieten, diese meinen armen Schwachköpfe hier? Oh, beugt den Kopf, die Nase in den Staub, ihr Würmer, und erhebt euch nicht! Oh, Der Kapitän wäre ein großer Schauspieler geworden, Struppi. Aber wirklich, er übertreibt ein bisschen. Wir wollen weitermachen, Tim. Ich habe genug Flüche auf Lager, um sie einen Monat lang hier festzuhalten. Antipropithec-Hirne, Paranoika, rundschädelige Troglodyten und Teppichhändler! Tim! Psst.
Höllenhunde! Sie können aufhören, Kapitän. Schnell weg hier. Speerträger! Kanaken! Schnell zum Strand, Sie werden schließlich den Betrug bemerken. Keine Angst, Tim, ich habe Sie so bange gemacht, dass Sie ganz weiche Knie haben müssen. Wir sind jetzt außer Gefahr. Maximus Vogelfaul! Du hast ihn verfehlt, du Idiot. Alles in Ordnung? Nein, gar nichts ist in Ordnung. Diese verdammten Freibeute haben die Nasenspitze meines Vorfahren beschädigt. Hey, Struppi! Struppi! Ich warte nicht, bis die Eingeborenen mit Ihnen abrechnen. Ich werde sofort meine Rechnung mit Ihnen begleichen. Struppi! Dieses verdammte Vieh beißt. Ich habe keine Lust, hier zu bleiben. Wirklich nicht. So ist's gut, Struppi. Du kannst ihn jetzt in Ruhe lassen. Überlassen Sie ihn mir. Er wird mir teuer für die Nase meines ritterlichen Vorfahren bezahlen. Ruhig, Kapitän. Wir wollen ihn an Bord bringen und einige Fragen stellen. Wir wissen jetzt, dass das Schiff von Maximus Vogelfaul auf der anderen Seite der Insel vor Anker liegt. Morgen früh machen wir uns auf die Suche nach der Likorn. Ihr Taucheranzug ist bereit. Gut, halt ihn bereit. Und warte ab, bis ich diesem Tim auf dem Meeresboden gegenüberstehe. Gut so. Ja, so, Sie können ihn jetzt mitnehmen. Vorsichtig! Achtung! Achtung! Vorsichtig! Passen Sie vor allem gut auf mein Unterseeboot auf, Tim. Und sobald Sie das Wrack der Likorn gefunden haben, drücken Sie auf den roten Knopf und wir sehen den Rauch. In Ordnung? Wenn Sie den Schatz Rockhams des Roten gefunden haben, rufen Sie uns doch eben an, Tim, ja? Es tut mir leid, aber in dem Unterseeboot gibt's keinen Funk. Und nicht vergessen, Tim, Sie haben nur für 2 Stunden Sauerstoff an Bord. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich wäre ja mitgefahren, wenn mehr Platz wäre. Sehen Sie doch, Kapitän Dauer. Da, nun taucht er schon. Er taucht bis auf den Grund. Nicht schlecht. Was, Struppi? Was ist los, Struppi? Ich hoffe, dass sie unter Seeboot sicher ist. Och, es kann kein Wasser reinkommen. Jedenfalls theoretisch, nicht wahr? Immer noch keine Spur von der Likorn. Struppi, was ist denn da los? Wir kommen nicht mehr vorwärts. Sieh mal, wir sind an Algen hängen geblieben. Ich versuch's mal mit dem Rückwärtsgang. Geht nicht. Wir müssen hier raus, Struppi. Und zwar schnell. Ich werde es mit dem Rauchsignal um Hilfe bitten. Sehen Sie, Professor! Tim hat das Wrack gefunden! Ha! Hier! Wir können jetzt nur noch warten, Struppi. Hoffentlich nicht zu lang. Wir haben fast keinen Sauerstoff mehr. Wir werden die Lage des Schatzes mit einer Boje markieren. Aber warum kommt Tim nicht nach oben? Der Sauerstoff wird immer weniger. Struppi ist ohnmächtig. Keine Angst, mein kleiner Struppi. Großer Gott, wir halten es nicht mehr lange aus. Ich hoffe, Sie haben mein Rauchsignal gesehen. Und jetzt wollen wir mal einen Blick auf den berühmten Schatz werfen. Alle 100.000 Höllenhunde! Das ist nicht die Likorn, das ist Tim. Die Sauerstoffreserven sind verbraucht. Wir müssen etwas tun, schnell. Ich gehe runter und helfe ihm. So werden Sie Tim nicht retten. Wir werden diesen Anker benutzen. Ich habe keinen Anker nötig. Ich hole ihn da raus, so. Aber mit dem Anker können wir das Unterseeboot festhaken und an die Oberfläche ziehen. Kapitän, ich glaube, es sitzt fest. Ich habe etwas am Haken, es ist so schwer wie ein Walfisch. Hau ruck, Professor! 1, 2, 3,
4. Oh! Ja, man lässt doch Knirpse keine Männerarbeit machen. Ich werde Ihnen mal ein richtiges Hauruck zeigen. Sehen Sie mal, wie ein richtiger Seemann das macht. Und 1. Und 2. Ziehen Sie mit aller Kraft, Kapitän. Kapitän, dies ist nicht der Augenblick für ein Bad. Für was? Ach, Sie können... Ach, nein. Kapitän, Tim, ich sehe Tim nicht mehr. Er ist, Professor! Ich habe ihn gefunden. Ist Tim gesund und munter? Ja, er ist gesund und munter, aber wir müssen ihn schnell an Bord der Sirius bringen, nicht wahr? Jetzt bin ich gerettet. Aber einen Moment lang habe ich geglaubt, dass ich die Sirius nie wiedersehe. Ich lasse Sie nicht mehr in diesem verdammten schwimmenden Sarg darunter, mein Junge. Aber Kapitän, das war nur ein Zwischenfall. Alles funktionierte perfekt auf dem Unterseeboot. Struppi und ich werden morgen wieder tauchen. Keine Sorge, Kapitän. Diesmal geht alles gut. Ich habe kein Vertrauen mehr zu diesem Boot. Das ist Bastlerarbeit. Welcher Mut! Vor solch einer Courage sollten wir unseren Hut abnehmen. Entschuldigen Sie, aber wir sind ein bisschen sentimental, wissen Sie. Ja, wir sind. Daraus habe ich gelernt, Struppi. Diesmal gebe ich mir Mühe, die Algen zu vermeiden. Und wir werden die Likorn entdecken, wenn sie hier runtergegangen ist. Struppi, sieh mal, da ist sie. Wir haben die Likorn entdeckt. Wir werden das Rauchsignal loslassen. Struppi, was ist denn das? Oh nein, das ist ein Hai. Der Mörder des Meeres. Struppi, er kommt direkt auf uns zu. Hey, Struppi, diesmal sind wir verloren. Aber hey, was macht denn dieser Hai? Nein. Diese große Sardine hat uns für einen Artgenossen angesehen. Himmel, ist der kurzsichtig? Man sagt ja, dass Liebe blind macht, nicht wahr, Struppi? Ich sollte lieber eine Rauchgranate werfen, um uns vor diesem aufdringlichen Kerl zu befreien. Kapitän, das sieht aus, als ob am Meeresboden eine Explosion stattgefunden hätte. Das arme Tier ist wohl allergisch gegen Rauch, was, Struppi? Und jetzt auf zur Sirius. Ich glaube, dass ich jetzt meinen Taucheranzug benutzen muss. Sind Sie sicher, dass alles gut geht, Tim? Keine Sorge, Kapitän. Wenn ich mich in Gefahr befinde, ziehe ich am Seil und Sie ziehen mich auf die Brücke. In Ordnung. Und ich lasse die beiden Schulzes pumpen, um sie mit Sauerstoff zu versorgen. Ohne den Schatz Rackhams des Roten komme ich nicht mehr rauf. Seien Sie froh, wenn Sie wieder oben sind, Junge. Jetzt können wir nur noch abwarten. Und hoffen. Seid ihr bald fertig? Ich mag Männer in ihrem Alter nicht weinen sehen. Wenn sie fertig sind mit Finselparasiten und... pumpen Sie, nichtsnutziger Mann, bevor Tim erstickt! Pumpe, mein Freund, pumpen! Aber ich pumpe, ich pumpe! Oh, endlich ein bisschen frische Luft. Auf die Schulzes kann man sich wirklich nicht verlassen. Oh, da ist sie. Da ist sie gekommen. Jetzt muss Tim im Innern der Likorn sein. Glücklicherweise habe ich die Ware beruht. Ich wollte sagen, die Ruhe bewahrt, habe ich gesagt. Kapitän, ich habe schlechte Nachrichten für Sie.
Bravo, besser schlechte Nachrichten als gar keine Nachrichten. Sehen Sie mein Pendel, Kapitän? Professor, wenn man ein Pendel gesehen hat, dann hat man sie auch alle gesehen. Sie verstehen mich nicht, Kapitän. Meinem Pendel zufolge befindet sich der Schatz Rackhams des Roten westlich von hier. Das Wrack hier unten ist nicht das von der Licorne. Professor! Ziehen Sie die Leine und heben Sie Ihr Pendel auf! Kapiert! Oh! Ob ich was kapiere? Ich weiß nur, dass der Schatz Rackhams des Roten sich im Westen befindet. Mein Pendel hat mich noch nie betrogen und noch nie getäuscht. Das sieht ja grausig aus, dieses alte Piratenschiff. Das ist sicher ein Geisterschiff. Oh, ein altes, rostiges Piratenmesser. Und ein goldenes Kreuz. Wenn man bedenkt, dass es Jahrhunderte her ist, dass sich ein richtiger Pirat dieses Dolches bediente. Das ist seltsam. Ich habe so ein komisches Gefühl, als ob jemand mich belauerte. Aber das bilde ich mir ein. Oh, Maximus Vogelfaul! Was macht Tim bloß da unten, Professor? Es scheint mir schon Stunden her zu sein, seit er da unten runtergegangen ist. Tim befindet sich vielleicht in Gefahr, Kapitän. Nein, ich habe das Seil keine Sekunde aus den Augen gelassen, Professor. Nicht eine Sekunde. Tausend Höllenhunde und was? Das Seil ist gerissen. Nein, Professor, es ist ja durchgeschnitten. Mein Luftschlauch. Er wird ihn durchschneiden. Wenn es ihm gelingt, bin ich verloren. Was ist das? Großer Gott, das ist ein Krake. Ein Riesenkrake. Ich kann einen Menschen nicht auf diese Weise sterben lassen, nicht einmal Maximus Vogelfaul. Wenn ich ihn verfehle, dann hat der Krake zwei Opfer anstatt einem. Geben Sie mir Seile! Viel Seile! Und ein bisschen Beeilung! Tim kann vielleicht einen fangen! Bedienen Sie die Pumpe, Sie Faulpelze! Ja, pumpen ja. Ja, wir pumpen ja, Kapitän. Ach, immer pumpen. Ich kann nicht mehr pumpen. Ich bin zu müde zum Pumpen. Ich habe es satt. Ich kann nicht mehr pumpen. Kapitän, ich habe ein Signal empfangen. Tim hat am Seil gezogen. Zieh ihn hoch, Matrose! Das ist komisch. Tim hat auch an diesem Seil gezogen. 100.000 Höllenhunde, wie kann er denn an zwei Seilen hängen? Zieht die beiden Seile hoch! Kapitän, sehen Sie! Professor, sehen Sie! Ja. Was denn, Tim? Maximus Vogelfaul! Was war der Kapitän überrascht, als er Maximus Vogelfaul aus dem Wasser gezogen hat? Wenn es an mir gelegen hätte, dann hätte ich diesen Halunke wieder dahin geschickt, wo er hergekommen ist. Die Justiz wird sich um Maximus Vogelfaul kümmern. Ich werde die Licorne weiter erforschen. Oh, das ist unmöglich. Das kann kein Teil des Schatzes Rackhams des Roten sein. Mein Pendel zeigt immer noch an, dass sich der Schatz weiter westlich befindet. Ich warne Sie, Professor. Wenn Sie jemals wieder von Ihrem verdammten komischen Pendel reden, dann schmeiße ich Sie beide ins Wasser. Ha? Haben Sie das gehört? Aber mein Pendel ist unfehlbar, Captain. Wir müssen weiter nach Westen gehen. Sie werden sich ausruhen, Tim, während ein richtiger Taucher den Meeresboden erforscht. Sie können den Helm aufsetzen. Fertig, Tim! Oh, alle 100.000 Höllenhunde! Mein Junge, pass dir auf meinen Bart auf! Ha? Na gut, gehen wir wieder an unsere Pumpen, lieber Freund. Na genau, lieber Freund, gehen wir wieder an unsere Arbeit. Pumpen, pumpen. Seien Sie vorsichtig, Kapitän! Yippie! Abwärts geht's! Drei Stock tief! Algen, Langusten, Seeigel, Haie. Ha, welch schöner Tag für eine Schatzsuche! Was ist denn das? Hagel und Granaten, mir scheint, das ist eine Flasche Jamaika-Rum. Über 250 Jahre alt. Oh, eine
Haifisch. Ich wollte sagen, ein Haifisch. Zu spät, um mich hochziehen zu lassen. Hau ab, du Dreckskerl, du! Oder du kriegst dann auf den Kopf. Das ist dann deine eigene Schuld. Ja, pass doch auf, wo du hintrittst, du dämliche Sardine. Oh! Oh, alle 100.000 heulenden Höllenhunde. Das ist eine Truhe. Ist das die Möglichkeit? Der Schatzrahrkampf des Roten. Mach weg, hau ab! Zieh Leine, verschwinde! Hey! Dieser Pirat hat den Schatz geklaut. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Glück, dass er nicht meine Finger erwischt hat. Ich muss meinen Schatz wieder haben. Und wenn ich aus diesem Monstrum ein Schubisfilis machen muss. Oh, der benimmt sich aber komisch. Man könnte meinen, dieser Hai, der sei betrunken. Der Kapitän bleibt aber lange am Meeresboden. Ja. Das Signal! Zieht ihn hoch! Struppi, sieh mal da! Das ist nicht der Kapitän, das ist ein Hai! Zieht ihn an Bord und dann holt den Kapitän hoch! Hallo, Matrosen! Wir müssen ein Ereignis begießen und zwar auf meine Kosten! Diesmal ist es! Holt ihn an Bord! Es war nicht einfach, Kapitän, aber wir haben die Truhe im Magen des Hais wiedergefunden. Meine Freunde, wir werden jetzt alle Millionäre. Ha, Professor, trügen mich meine Augen, oder? Was sehen Sie? Ich könnte es nicht sagen. Nur alte Pergamente. Und ich hatte mich schon gefreut, Millionär zu sein. Machen Sie sich nichts draus. Geld macht nicht glücklich. Nein, aber es trägt dazu bei. Sehen Sie unsere Insel in diesem herrlichen Mondschein. Ach, welch wunderbares Schauspiel. Sehen Sie doch, auf dem Gipfel dieses Hügels, sehen Sie! Hagel und Granaten, das sieht aus wie ein Kreuz. Ein Kreuz von Menschenhand gemacht. Kapitän, das ist's. Wie stand es doch auf dem Plan, das Kreuz des Adlers? Der Schatz ist bestimmt auf der Insel vergraben. Wir werden beim Morgengrauen an Land gehen. Ich sehe keinen dieser verteufelten Eingeborenen mehr. Sind Sie sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind, Tim? Das Kreuz müsste auf dem Gipfel des nächsten Hügels sein. Wenn uns das Pendel Professor Bienenleins nicht getäuscht hat, müssten wir bald den Schatzrahrkampf des Roten heben. Wenn wir nicht einer Bande von Wilden in die Hände fallen. Keine Angst, Kapitän, wir geben uns Rückendeckung. Und außerdem schlafen die Eingeborenen jetzt bestimmt. Das verdammte Geflügel hat ein ziemlich großes Maul. Hey, wo ist denn Struppi? Struppi! Hierher, Struppi! Vorsicht, Struppi! Schnell, Struppi! Schnell weg! Tim, rennen! Diese Schlange ist bestimmt sehr giftig! Kann ich mir denken! Die wird jedenfalls nicht mehr mit Struppi spielen! Gut gemacht, Tim! Wir müssen uns beeilen, wenn wir den Schatz finden wollen. Da sind wir endlich. Das ist das Kreuz des Adlers. Wie auf dem Plan angegeben. Wir sind am Ziel. Hallo? Nein. Meinem Pendel zufolge müsste sich dieses Kreuz weiter westlich befinden. Das kommt bestimmt daher, dass das Pendel des Ritters Franz von Anok schlecht eingestellt war, als er das Kreuz hier hinsetzte. Gut, graben Sie, meine Freunde. Ein Schatz wartet auf uns. Nein, wir graben nicht. Nein. Nein, nie am Sonntag, nie. Was erzählen Sie da? Am Sonntag? Wir haben Freitag! Nicht, wenn wir diesem Kalender glauben wollen. Seht mal, da ist ein Kalender. Den hat bestimmt Franz von Adok gemacht.
Ja, da schaut, der Kalender zeigt an, dass es Sonntag ist. Also am Sonntag arbeitet man nicht, hm? Aber ihr verdammten Höllenhunde, dieser Kalender ist genau 300 Jahre alt! Na schön, also graben wir, Bruder, ne? Ja. Ich würde sogar sagen, wir werden graben. Graben, 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 immer graben. Ich glaube, hier ist die Stelle. Hören Sie bitte auf, der Schatz ist nicht hier. Wieso nicht, Tim? Aber warum sollte der Ritter den Schatz hier gelassen haben, hä? Sie haben vielleicht recht, Tim. Aber warum hat er dann das Kreuz des Adlers erwähnt? Also, wenn ich meinem Pendel glauben darf, muss sich der Schatz hier in der Nähe befinden. Ja, ja, ja. Au! Oh. Die Wilden! Alle zur Sirius, schnell! Alle 100.000 Höllenhunde, sehen Sie! Nein, nicht hier, dort, dort, nein, nein, da, da, da. Wir sind in der Falle, wir sind umzingelt. Ich werde diesen Feiglingen zeigen, dass man einen Haddock nicht umzingelt. Nein, Kapitän, nicht! Diese Höllenhunde haben eine Lektion nötig. Nein, wir müssen die Ruhe bewahren. Jetzt bloß nicht den Helden spielen. Ich würde mich wundern, wenn diese Kopfjäger zwei genau gleiche Köpfe wollten. Ja, es sei denn, sie wollten Buchstützen haben. Auf jeden Fall brauchen wir uns jetzt nicht mehr den Kopf zu zerbrechen, ne? Ach, das ist wirklich eine Menge Aufregung, ist das also. Da müssen wir bloß immer die Arbeit tun, weil wir dafür begabt sind. Sehen Sie, da unten ist ein Dorf. Oh, was ist denn das? Sehen Sie. Das ist ein Vulkan. Das ist ein Vulkanausbruch. Das hat uns gerade noch gefehlt. Also, wie heißt es doch in dem Sprichwort, vom Regen in die Traufe kommen, ne? Alle 100.000 Höllenhunde! Ach nein, ich wollte sagen Vulkanhunde! Jetzt sind wir wenigstens die Wilden los. Ja, das ist wirklich unser Glückstag. Ja, nun los, ihr Süßwassermatrosen, befreit mich doch von diesen Stricken hier! Himmel, Himmel, sehen Sie, die Insel, die teilt sich in zwei Teile, oh Gott, wir sind verloren, zu Hilfe, 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 oh Hilfe! Geben Sie mir die Hand, beide, mein Lieber. Sie haben mein Leben gerettet. Wie kann ich Ihnen jemals diese Schuld begleichen? Indem Sie mir die 100 Francs zurückgeben, die ich Ihnen vor 10 Jahren für eine Metrofahrkarte geliehen habe. Schnell, Strubi. Die Insel wird vielleicht vernichtet. Meine Güte, wer hat denn diese Knoten gemacht? Sind ja gar nicht aufzukriegen. Ruhig, mein Freund. Machen Sie ihn auf. Wir müssen diese Insel so schnell wie möglich verlassen, solange wir noch eine Insel unter den Füßen haben. Ich bekomme das Ding nicht auf. Ich krieg das Ding nicht auf. Vorsicht, Struppi! Struppi, lauf! Alle an den Strand, Matrosen! Oh, wenn ich geahnt hätte, was alles geschehen würde. Warten Sie! Ich will nicht fortgehen und die Statue meines Ahnherrn hier lassen! Der Ritter Franz von der Nock würde sich im Grabe herumdrehen, wenn er das sieht! Kapitän, kommen Sie zurück! Ich komme zurück, aber mit meinem Ahnherrn! Kapitän, Vorsicht! Der Felsen! Alle 100.000 Höllenhunde! Der Block! Der Block, er stürzt ein! Rennen, Kapitän! Kapitän, wo sind Sie? Hier, Tim! Sind Sie es, Kapitän? Oh, Entschuldigung, Ritter. Tim, hierher! Kapitän, sind Sie verletzt? Nichts Schlimmes, Tim. Ziehen Sie mich doch schnell hier heraus! Ich kann diesen Felsen nicht bewegen. Noch mehr! Noch so eine Explosion und die Insel wird in zwei Teile gespalten. Alle 100.000 heulende Höllenhunde, dieser letzte Stoß hat mich befreit!
Struppi, was ist los? Die Wilden! Retten Sie sich! Schnell, Tim! Momentchen! Tim, sind Sie da? Ach, das sind ja die Schulz. Höchstpersönlich. Der Professor ist auf dem Schiff. Wir können besser Schutz suchen, Tim. Sehen Sie, die Insel verschwindet in den Fluten. Auf jeden Fall haben sich die Eingeborenen retten können. Und da, mein lieber Tim, verschwindet der Schatz Rackhams des Roten. Wir sollten lieber zum Schiff zurückkehren. Wir haben Ruhe nötig. Sie glauben also, dass wir aufs Neue die Likorn erforschen sollten, Tim? Ich habe genug. Mir liegt der Schatz schwer im Magen. Ich für meinen Teil, ich gebe auf. Ich würde gern nochmal nach dem Wrack tauchen, Kapitän. Wenn Sie wollen, mein Junge. So verbrachte Tim und seine Freunde noch viele, viele Tage auf der Suche nach dem Schatz. Aber vergebens. Der Kapitän versuchte, seine Enttäuschung zu ertränken. Tim verlor schließlich den Mut und die unglücklichen Schatzsucher beschlossen, nach Hause zurückzukehren. Das gefällt mir gar nicht, mit leeren Händen zurückzukehren. Wir bringen auf jeden Fall einige wertvolle Souvenirs mit. Den Anker, der Likorn und die Bugfigur. Wenn du mich fragst, so haben wir jetzt ein bisschen Ruhe verdient, Tron. Kapitän! Tim! Tim! Das ist der Professor. Meine Freunde, ich habe endlich das wirkliche Geheimnis der Likorn entdeckt. Hagel und Granaten, Professor, was spielen Sie, das Spiel der Papierfetzen? Nein, 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 nicht das Spiel der Papierfetzen, Kapitän. Dieses Dokument enthüllt, dass das Schloss Mühlenhof dem Ritter Adok gehörte. Kapitän, das bedeutet, dass das Schloss Ihnen gehört. Alle 100.000 heulenden Höllenhunde, das stimmt, denn ich bin sein einziger lebender Nachkomme. Ja, sehr richtig, Kapitän. Wir sollten dieses Ding hinstellen. Die Mannschaft behauptet, davon Albträume zu bekommen. Ach, was? Ihr beleidigt meinen Ahnen! Ich werde euch lehren, meine edlen Vorfahren zu respektieren! Ich lege euch in Ketten, ihr Seeräuber! Und das nächste Mal mäßigt eure Ausdrucksweise! Der arme Kapitän. Er ist nicht mehr derselbe, seitdem er mit leeren Händen von der Schatzsuche zurückgekommen ist. Und jetzt, Kapitän, bitte erzählen Sie unseren Hörern, wie Sie den Schatz Rackhams des Roten wiedergefunden haben. Hier ist der Professor, der war das Gehirn unserer Expedition. Wer? Ich? Ich wollte sagen, wir haben nicht... Ach, Professor, Sie sind wirklich zu bescheiden. Genau, als größter Erfinder der Welt bin ich es mir schuldig, bescheiden zu sein. Apropos, lassen Sie mich Ihnen meine neueste Erfindung zeigen. Und wie funktioniert das? Ja, ich weiß es noch nicht, aber drücken Sie doch mal diesen kleinen schwarzen Knopf ein und wir werden ja sehen. Genau das habe ich befürchtet. Ja. Wir hätten dem Journalisten die Wahrheit sagen sollen. Ich meine, dass wir den Schatz nicht gefunden haben. Er hätte uns nicht geglaubt, Tim. Ach, das gute alte Schloss Mühlenhof. Wenn ich bedenke, dass ich jetzt der Herr dieses kleinen Refugiums bin... Wie wär's, wenn wir das Schloss mal besuchten? Sie vergessen, dass die Brüder Vogelfaul es eine Zeit lang bewohnt haben. Wir müssten es erst desinfizieren lassen. Kapitän, jetzt sind Sie zu Hause. Ja, und wenn unsere Behausung auch noch so bescheiden ist, man fühlt sich nirgends wohler als zu Hause. Tim, Kapitän Haddock. Was machen Sie denn im Schloss Mühlen? Der Kapitän hat das Schloss geerbt, Nestor. Herzliche Glückwünsche. Herzliche Glückwünsche, Kapitän. Ich wollte natürlich sagen, euer Gnaden. Richten Sie doch das Ding nicht auf mich. Es könnte geladen sein. Entschuldigung, mein Herr, aber ich glaube, ich habe jemanden herumschleichen hören. Herumschleichen? Oh, Nestor, Sie hören Gespenster. Wer sollte denn um das Schloss herumschleichen? Ja, wer sollte um das Schloss herumschleichen? Und warum? Wir werden das Schloss vom Dach bis zum Keller durchsuchen. Hier ist nichts Interessantes. Hier ist nur altes Gerümpel, Tim. Lassen Sie uns schnell hier rausgehen, mein Junge. Ich bekomme hier Gänsehaut. Ich habe doch den Eindruck, dass jemand um das Schloss herumschleicht. Vielleicht dieser kleine Professor Bienlein. Diese Waffe genügt bestimmt, um ihn zu erschrecken.
Kommen Sie herein, Professor. Oh. Oh. Tim, man sollte meinen, jemand hätte etwas fallen lassen. Nestor ist wirklich seltsam. Was ist denn das für eine Statue, Tim? Das ist der Evangelist Johannes. Man stellt ihn immer mit einem Kreuz dar. Und der Beiname des heiligen Johannes war... Alle 100.000 Höllenhunde! Hey, Sie kopieren mich! Helfen Sie mir, dieses Bild zu verschieben, Kapitän. Kapitän, sehen Sie, ein Adler. Ich sehe ihn, aber was ist denn daran Besonderes? Alle Adler sehen sich ähnlich. Der Evangelist Johannes wurde auch der Adler von Patmos genannt. Ja, und die Karte mit dem Schatz sagte, und leuchten wird das Kreuz des Adlers. Sehen Sie das Kreuz des Adlers, da ist es. Und sehen Sie den Globus. Das ist die Insel, auf der wir den Schatz gesucht haben. Was bedeutet das, mein Junge? Das ist genau die Stelle, an der wir waren. Kapitän, was ist passiert? Sie haben den roten Knopf eingedrückt. Oh, Juwelen, Gold. Wir haben den Schatz gefunden. Wir haben den Schatz Rackhams des Roten gefunden. Tim, mein Freund, das ist unser Glückstag. Wir haben das große Los gewonnen. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht sagen. Ich habe es gewonnen. Ich habe Sie und ich habe den Schatz. Das ist einer der Brüder Vogelfaul. Man schreibt, diese zwei Vogelfaul sind schräge Vögel. Man hält einen Vogelfaul nicht sein ganzes Leben lang im Käfig. Sei still, Struppi. Ich hatte das Gefühl, dass Sie mich zum Schatz führen würden. Das Gefühl ist Millionen wert. Das ist nicht der Moment, den Kopf zu verlieren. Nein, nein, Westen! Was? Mein elektronisches Pendel hat sich nicht geirrt. Der Schatz ist im Westen. Nicht wahr? Professor, was machen Sie hier? Guten Tag, mein Herr. Bleiben Sie, wo Sie sind. Und Sie auch. Laufen Sie nicht weg, Tim. Ich könnte Ihnen vielleicht behilflich sein. Ist gut, ich weiß, wann ich verloren habe und ich habe verloren. Großer Gott, sehen Sie mal. Captain Haddock lädt zu einer großen Ausstellung zur Erinnerung an die Likorn ein. Großer Gott. Tja, Kapitän, Ihre Ausstellung scheint ja ein Erfolg zu sein. Dann warten Sie mal ab. Sie haben doch nicht den Clou der Ausstellung gesehen, mein Freund. Ah, sehen Sie, da kommt er. Ich hoffe, dass sich die Termiten dieses Stücks Holz annehmen. Hoffentlich bald. Soll ich Ihnen meine neueste Erfindung zeigen? Ein andermal, danke. Gut, ich zeige Ihnen, wie sie funktioniert. Oh, ich habe anscheinend ein wenig zu viel Schießpulver mit dem Nitroglycerin vermischt. Och. Dieser verdammte Professor hätte beinahe meine Ausstellung verdorben. Beruhigen Sie sich, Kapitän. Ende gut, alles gut. Sie hätten genauso gut zitieren können Folgendes. Ende gut, alles gut. Ich würde sogar sagen, Ende gut, alles gut. Und das ist das Ende.